Ich bin vor 17 Jahren aus der ehemaligen Sowjetunion nach Deutschland gekommen und habe die extremen, rasanten Veränderungen in Russland eigentlich aus der Ferne, aber sehr aufmerksam durch die Medien auch verfolgt. Und 2004 habe ich in einer russischen Zeitung einen Bericht über die Rublewka-Gegend gelesen und der hat mich sehr überrascht. Die Rede war von einer Gegend, wo sich die Millionäre die Klinke in die Hand geben und wo der Wettstreit um millionenschwere Immobilien oder Luxuskarossen bizarre Ausmaße angenommen hat. In meiner Erinnerung war die Rublewka eine idyllische Landstraße, wo die Creme de la Creme von der sowjetischen Regierung, die ihre Datschen zugewiesen bekommen hat. Und diese Diskrepanz zwischen dem Gestern und dem Heute, diese rasante Veränderung eines 30 Kilometer langen Landstrichs im Grunde, das war das, was mich sehr gereizt hat und was der zündende Funke war, um das filmisch zu erforschen. Und der Film ist für mich ein gesellschaftliches Porträt des heutigen Russlands. Es war in der Tat sehr schwierig, den Zugang zu den Menschen zu finden. Man muss sich vorstellen, die Rublewka, das ist ein Hochsicherheitstrakt, wo alle Siedlungen eingezäunt sind. Man kommt nirgendwo rein. Und ich habe zu einigen Protagonisten, vor allem zu den Prominenten, den ersten Kontakt über Internet versucht zu bekommen, was auch bei zwei Protagonisten gelungen ist. Bei den anderen habe ich versucht, über Journalistentipps oder über Anwohner, die da leben, oder ich bin zu Partys gegangen und habe da mit den Menschen gesprochen. Einige habe ich direkt an der Straße ansprechen können, wie zum Beispiel die reichen Jugendlichen auf den Quads. Andere sind mir vermittelt worden über Bekannte oder Menschen, die mit denen Umgang hatten. Das Schwierigste war natürlich, zu der reichen Elite den Zugang zu finden. Es gab mehrere Vorbereitungsphasen und durch die lange Zeit der Finanzierung des Films sind einige dann wieder abgesprungen, man musste neu suchen. Also es war eigentlich das Schwierigste bei der Protagonistensuche. Für mich war allerdings sehr wichtig, dass nicht nur die Reichen vorkommen, sondern auch, dass ziemlich alle Vertreter oder Vertreter aller gesellschaftlichen Schichten, die an der Rublewka leben, im Film vorkommen. Bei mir war wichtig, zum Beispiel einen Verkehrspolizisten zu haben. Um so jemanden offiziell vor die Kamera zu bekommen, musste ich Monate vor dem Dreh eine Liste mit Fragen zusammenstellen. Diese Liste wurde an den FSB geschickt und quasi zensiert, reduziert und genehmigt. Erst danach wurde mir von der Verkehrspolizei genehmigt, mit einem Verkehrspolizisten einen bestimmten Posten an der Rublewka zu drehen. Eine weitere wichtige Protagonistin ist die Immobilieninvestorin Shanna Bullock, und auf sie bin ich durch Vermittlung eines Journalisten gekommen und ich habe sie in ihrem Anwesen an der Rublewka besucht und war natürlich sofort sehr angetan von dem Anwesen dieser Dame und von den Ausmaßen ihres Gartens und den sie selbst Versailles in Miniatur nennt, so dass eigentlich sofort die Voraussetzungen da waren, schöne Bilder machen zu können mit dieser Dame in ihrer Umgebung, die sie selbst eigentlich geschaffen hat. Als Kontrast habe ich eine alte Oma an der Straße angesprochen, die so einen kleinen Laden hat und die an der Straße eigentlich den ganzen Tag verbringt und Saunabesen verkauft oder Holz für Kamine verkauft. Und das war für mich auch sofort ein Bild und ein kontrastreiches Bild, wo man das Gestern und das Heute zeigen konnte. Ich wollte unbedingt auch die alte Kulturelite, Vertreter der alten Kulturelite zeigen und habe über Bekannte Kontakt zu der Tochter von Dmitri Schostakowitsch, des Komponisten Dmitri Schostakowitsch, aufgenommen. Und sie war eigentlich sofort bereit, auch über ihren Vater, über die Datsche, die noch zu Stalin-Zeiten gekauft worden ist, von ihrem Vater zu erzählen. Und ganz spontan in dieser Drehsituation kam dann der kleine Spaziergang durch das Dorf, die Siedlung, wo sie wohnt. Und wir kamen an dem Haus des berühmten Cellisten Stislav Rostropowitsch vorbei. Und da schlug sie vor, ja, lass uns doch da mal reinschauen. Und die ganzen Versuche, die ich gemacht habe, über die Managerin Stislav Rostropowitsch zu kriegen, waren gescheitert. Und er war gerade aber in diesen zwei Stunden, wo wir in dieser Siedlung gedreht haben, war er da. Wir kamen durch das Tor rein, er kam raus und es entstand eine der schönsten Improvisationen im Film durch diese Begegnung zwischen den alten Vertretern der sowjetischen Kulturelite.
Das war ein großes Problem, als die Finanzierung schon in trockenen Tüchern war und ich mit der konkreten Vorbereitung für das Projekt angefangen habe, stellte sich heraus, dass wir die Drehgenehmigung des Kreml-Kommandanten brauchen, weil die Straße ist die Präsidentenstraße, wird sie genannt. Das ist die Straße, wo Putin lebt und viele andere wichtige Politiker. Und das wird, die wird sehr streng deswegen auch bewacht. Außerdem stellte sich heraus, dass wir die Genehmigung des FSB brauchen, das ist der ehemalige KGB, die Genehmigung des FSO, das ist der föderale Sicherheitsdienst, die Genehmigung des GBDD, das ist die zuständige Außenstelle der Verkehrspolizei. Und das Allerschlimmste war, dass sich herausgestellt hat, dass Ausländer grundsätzlich keine Drehgenehmigung an der Rublevka bekommen. Das heißt, dass wir eigentlich nur als eine russische Firma fungieren konnten. Das Team war ja eh russisch. Und unter dem Deckmantel einer russischen Produktionsfirma haben wir dann nach vielen Monaten anstrengender Arbeit diese Drehgenehmigung bekommen. Als wir dann die Drehgenehmigung hatten, konnten wir gerade mal einen Tag ohne Behinderungen drehen. Sonst lief es mal so ab, dass wenn sich zum Beispiel eine Regierungskolonne näherte mit Autos mit Blaulicht, kam sofort der Befehl von dem Verkehrspolizisten, Kamera aus, Dreharbeiten stoppen. Wenn wir nicht schnell genug waren, gab es auch Drohungen zum Beispiel gegenüber unserer Aufnahmeleiterin. Da wurde ihr gedroht, dass die Firma geschlossen wird. Oder der Verkehrspolizist gab solche Sprüche von sich wie, dass die Tschekisten, das sind die KGB-Leute, ohne Vorwarnung schießen. Und eigentlich blieben die Dreharbeiten unter diesen Bedingungen eigentlich bis zum letzten Drehtag so. Es war eine sehr unwürdige Situation, ich habe sie so empfunden. Aber für mein russisches Team war das eigentlich russische Normalität. Das war ein Alltag, den sie tagtäglich da haben eigentlich. Ich stand unter so einer Anspannung, diese Dreharbeiten durchzuführen, dass ich eigentlich um mich selbst keine Angst hatte, aber ich hatte enorme Angst um meinen Kameramann Maxim Tarasygin, der eigentlich ja immer sehr exponiert stand und eigentlich immer an diesen vorbeirasenden Kolonnen, wo ich auch wusste oder wo man uns gesagt hat, da sitzen bewaffnete, schwer bewaffnete Bodyguards, ja, und es gab schon Fälle in Russland, wo auch aus diesen Autos geschossen wurde. Und da hatte ich eine große auch Verantwortung natürlich für mein Team und habe versucht, also wenn ich merkte, es wird gefährlich, dann wirklich die Kamera auszuschalten und wegzugehen. Und wir haben sehr viele Sachen natürlich heimlich gedreht, aus dem Auto, aus den Büschen, aus dem Wald, wie man uns durch die Blume das auch empfohlen hat von mehreren Security-Diensten. Das ist auch heimlich gedreht worden und allerdings muss ich sagen, der entscheidende Tipp kam von unserem Protagonisten, der allerdings nicht erlaubt hat, an seinem Posten das zu drehen, hat gesagt, fahrt mal woanders hin, stellt euch dahin, er kommt in ein paar Stunden. Und wir haben dann 3,5 Stunden ausgeharrt und Putin kam tatsächlich und deshalb konnten wir diese Bilder heimlich aus dem Auto drehen. Ich finde, dass in den 90er Jahren unter Jelzin Russland auf dem halben Weg zur Demokratie war. Das Land versank in Chaos, die Menschen kämpften um ihr blankes Überleben, das Leben war extrem schwer. Aber es gab Ansätze für die Entwicklung von demokratischen Werten. Inzwischen ist die Staatsordnung sehr autoritär geworden, finde ich. Die ganzen Strukturen bzw. der Staat entwickelt sich immer mehr zu einem Polizeistaat. Die allgegenwärtige Präsenz von allen möglichen Bewachungsdiensten, Polizeidiensten, FSO und so weiter, das zeigt immer mehr, dass es wird immer rechtfertigt, durch Terrorgefahr. Aber es zeigt immer mehr, dass der Staat alles unter Kontrolle haben möchte. Die Menschen sind wieder zu Marionetten geworden, genauso wie es in den Jahren der Sowjetzeit gab. Ich finde es eher sogar noch extremer als in den letzten Jahrzehnten der Sowjetära. Ich finde auch, dass der Alltag sehr durch Korruption bestimmt wird. Also Korruption ist zur Normalität geworden. Man kann kaum einen Schritt machen, ohne jemanden bestechen zu müssen oder beschenken zu müssen und so weiter.